Hallihallo, hier ist wieder euer Niklas von Wayplay mit einer neuen Folge Assassin's Creed Unity. Ja, ich konnte jetzt leider eine Woche lang nichts aufnehmen, da ich krank war und vorher über an dem Wochenende unterwegs war. Aber dafür starten wir jetzt diese Woche wieder voll durch. Benny war ebenfalls krank, aber das wird er sich euch wahrscheinlich in seinem Video erklären. Ich weiß nicht. Damien hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. So. Die töten uns! Oh Gott, hab Gnade! Sie töten die Gefangenen hier drin! Oh, das ist reicht nett. Jetzt, du Perverser! Ah, ein Perverser, sagt er. Da werden wir gerade in unser Gefängnis geschleppt. Da sind wir ja wieder. Wo bin angekommen ich? Im Gefängnis. In der Hölle. Nochmal zur Erinnerung, wir sind jetzt hier, weil wir ja angeblich jemanden umgebracht haben, obwohl wir es ja nicht waren, sondern nur ihn begrüßt haben, während er dabei gestorben ist und wir dabei verhaftet wurden. Wir sind auch nicht alleine hier. Ja, was können wir hier machen? Also jetzt wird die Kiste mit Gold angezeigt. Dann machen wir, gucken wir doch mal, was wir hier sehen können. Da können wir nach draußen schauen. Wir sehen ja einfach nur den Gefängnishof, nichts Besonderes bis jetzt. So, was können wir hier noch machen? Hier pennt einer. Mit ihm können wir sprechen. Willkommen in deinem neuen Heim. Ja. Danke, dass du mich hier willkommen heißt. Hat mir jetzt aber nicht viel gebracht. Hier einer seiner Anfälle. Die können wir uns schlafen legen. Das Tor geht so drauf. Was können wir hier machen? Hallo! Ich muss mit jemandem sprechen! Ja, das hat viel gebracht, dass du hier rumschreist. Hier sitzt auch noch einer rum in der Ecke. Was starrst du so, Pisspot? Oh, so ein netter Spitzname. Pisspot. Oh, ansprechen. Nerv mich nicht, Bursche. Ja, dann legen wir uns, glaube ich, einfach erstmal schlafen hier auf die Pritsche. Oh ja, sieht sehr gemütlich aus. Da hat jeder Bock drauf zu schlafen. Oh, und unsere Uhr ist auch noch am Start. Immerhin konnten wir die mit zum Gefängnis nehmen. Die schöne kaputte Uhr. So. So, jetzt haben wir hier den nächsten Morgen. Und der schreckt auf, was ist da los? Ah, wo hast du das Uhr. Her, Pisspot? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Hol sie dir. Wo du es kannst. Ah, jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen hier. Schön offensiv attackieren hier. Ja, meine Großmutter ist schlecht. Sie ist Belgierin. Reparieren, nochmal drauf. Den haben wir doch. Den haben wir in der Tüte. Zack. Jetzt haben wir auch richtig schön dicke Schläge abgekriegt. Das ist doch schon leicht am Bluten hier im Gesicht. Mal sehen, was deine Verteidigung tat. Mach den Bastard im Kopf, So. Zack, den haben wir wieder. An ihre Verteidigung habe ich. Und nochmal. Zack. Perfekt. Ich weiß nicht, ich hätte eine Sekunde zu spät gedrückt, aber nein, habe ich. So, schauen wir einfach mal kurz und klein.
wenn wir das können hier. Oder dürfen. So, zack, zack. Zack. Ah, da drin ist wieder. Zack, zack, zack. Und komm nochmal auf. Da haben wir ihn doch. Gib mir, was meins ist. Und geh wieder an dein Gekürzel, alter Mann. Gekürzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Despot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Das ist doch gar nicht so eine Wand. Ah, okay, mit dem Adlerauge. Da können wir dann was erkennen. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Oh, das ist wohl auch Assassine. Ich war bei Versailles. Ungefähr 76, 77. Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Vater Menschen. War auch Assassine, aha. Halt ich an mich. Daher haben wir übrigens auch das Adlerauge, weil das nämlich hinter Assassinen nur weitergegeben werden kann. Zu ehren. Wurde zumindest mal in den alten Teilen gemacht. Dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von ihr drin? Hm? Na, jetzt 2 Monate später. Sieht so aus, als hätte er uns jetzt sozusagen als Lehrer übernommen und hat uns jetzt die Kampfkunst der Assassinen. Ich fucke die Wand aber nicht so gut. Nochmal! Au! Fokus, Pisspot! Was zum Teufel ist da los? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unserer Tür klopfen. Ah, jetzt ist aber im Vorhof noch ein bisschen was los. An unserem Fenster, wo wir vorhin noch standen, wo nichts. Das war so ein langweiliger Gefängnishof. Sicher die Gefangenen! So, wir sollen jetzt. Oder willst du den Rest deines Lebens hier verrotten? Ziel hinter verstecken. Das reicht. Warte nur. Gefangene, an die Wand! Auf wessen Befehl? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Gefangene, an die Wand! Gedrückt halten, oder passiert nichts, wenn ich gedrückt halte? So, ah, okay, ich muss erst da hinlaufen. Dann bringt er ihn leise hier um. Gut, verschwinden wir aus dem Dreckloch. Hier da! Ja, wir haben das Gesicht, jetzt müssen wir ein bisschen rennen. Gut, so. Ja, ein bisschen kämpfen hier. So, blickst du mal. Zack. Ja, der hat uns leicht erwischt hier. Aber mit der Parade kriegen wir den und killen den auch noch. Zack, weg mit dir. So, die plündern wir mal schnell hier. Falls hier nochmal irgendjemand kommt, damit wir noch ein bisschen Vorräte. Ah, ja, da kommt schon wieder einer. Oh, da kommen 3. Zack, haben wir. Zack. Parade. Aber Parade. Zack. Der ist weg. Ah, ja, der Schütze da hinten ist. Einer. Das ist so. So. Zack. Ist auch weg. So, jetzt müssen wir uns mal eben hier ein bisschen heilen. Wir haben ja gerade bekommen. Jetzt
gut zusammen. Den Kerl fliege ich nochmal ein. Ordentlich von dem Schützen gefickt. So, oh, geh doch aus dem Fenster raus. Geh jetzt zum Ufer klettern. Raus mit dir. Zack. Bisschen Kletterkunst hier. Weiterhin her, weiterhin. Das ist ja auch typisch für Assassinen. Wahrscheinlich auch von ihm im Gefängnis gelernt. Natürlich kommt er schon vorher. So, durch das Fenster. Zack. Und schon den Lüge raus. Genau, mal durchgehen. Ja, wir gehen durch. Und geh über den Tisch. Geh doch darüber, Mann. Da geht's rum. Wo ist er denn da? Ja, schön Baumit. Oh! Dass man schon die Waffen der Stärke 2 Meter oben über der Gesundheitsanzeige sehen kann. Da steht jetzt eine 2 weiße Kästchen. Wir sind aktuell auf Level 1 von der Stärke her. Das sieht man bei uns oben über unserer Gesundheitsanzeige. So, hier ist alles tot. Können wir wieder ankommen hier. Und jetzt? Brillant! Und wie kommen wir wieder runter? Vertrau mir! Und, ja, schön durchgeblitzt durch ihn. Richtig schön gemacht. Ach, hier steht auch wieder einer. Da will ich aber noch kein Böse hin. Ja, scheiße. Den dürfen wir nicht mehr killen. Ist ja enttäuschend. Jetzt werden wir gleich noch rausgenommen aus dem Spiel. So desynchronisiert. Zeit zu springen. Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir! Ich kann... Das ist unmöglich! Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Ja, jetzt redet er von dem altbekannten Todessprung. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pistbot! Da macht er den alten, schönen... Du, zurück von der Kante! Todessprung. L und R, 2 Kreis, zack, und runter sind wir. Jetzt haben wir noch einen schönen Flug über Paris. Und den einen Spieler von Ubisoft präsentiert, Assassin's Creed Unity. Da hinten sehen wir die Notre-Dame-Kirche übrigens. Joa. So, einen schönen Ladebildschirm, jawohl. Den kennen wir ja schon. Aus unseren vorherigen Parts. Und es lädt, und es lädt, und es lädt. Es lädt immer noch, meine Güte. Das nennt sich Next Gen. Hat doch eine halbe Stunde zum Laden hier. Da könnte ich echt auf ein bisschen Grafik scheißen, damit er ein bisschen flüssiger hier läuft. Ja, speichern, laden. Und noch. Ah, wo sind wir hier? Schönes. Elise? Das sieht doch nach unserer alten Wohnung aus. Ach, da ist Elise. Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passiert. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templer. Ja, also die beiden. Du? Schockiert wir sind natürlich Assassine. Elise ist jetzt, wie wir gerade erfahren haben, Templerin. Genauso wie ihr Vater. Jetzt und unser Vater Assassine war.
Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Al. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Ja, das ist der Brief, den wir durch den Türschutz geschoben haben. Bitte. Geh einfach. So, nach diesem Gespräch beenden wir jetzt auch erstmal den ersten Part, der jetzt eine kleine Überlänge hat von einer Minute, aber das passt ja noch rein. Also, wir hören uns dann im nächsten Teil von Assassin's Creed Unity.